Ja, meine Damen und Herren, und damit ganz herzlich willkommen bei Phoenix vor Ort aus aktuellem Anlass. Es ist zwar Sommerpause in der Politik im Bundestag und auch in den Landesparlamenten, aber Sie sehen hier im Bild, es tut sich doch was. Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck seit 2002 im Amt, also ganze 11 Jahre, hat heute seinen Rücktritt angekündigt von allen politischen Ämtern. Und wir wollen natürlich dabei sein, wenn er jetzt in einer Pressekonferenz das Ganze begründet. Und ich würde sagen, wir gehen direkt da mal rein und hören uns das erstmal an. Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz im Anschluss an eine Sitzung der SPD-Fraktion gemeinsam mit dem Landesvorstand begrüßen. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung, auch wenn sie kurzfristig war, so zahlreich gefolgt sind. Wir werden jetzt gleich Statements hören von Matthias Platzeck und von Dietmar Woidke und im Anschluss Gelegenheit haben, ein paar von Ihren Fragen zu beantworten. Sicherlich werden wir nicht Zeit haben, alle zu beantworten, weil wir dann noch weiterarbeiten müssen. Aber wir wollen uns jetzt natürlich gleich die Zeit nehmen und deshalb will ich gar nicht lange weiter reden und würde Matthias Platzeck direkt das Wort übergeben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich schließe mich dem Dank an, dass Sie der Einladung an diesem immer noch heißen Sommerabend gefolgt sind. Verhehle auch nicht, dass das für mich auch ein ganz besonderer Abend ist, wie der ganze Tag ein besonderer war. Ich habe fast auf den Tag genau vor 24 Jahren im Spätsommer 1989 begonnen, Politik zu machen. 23 Jahre davon hier im Lande Brandenburg. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich habe Politik immer mit Lust und viel Leidenschaft gemacht. Manchmal höre ich dann vielleicht sogar zu viel Leidenschaft, das ist nicht immer zuträglich. Ich bin dankbar für diese fast 2,5 Jahrzehnte. Ich bin dankbar, dass ich mittun durfte. Ich bin dankbar, dass ich in 5 Landesregierungen Brandenburgs mitarbeiten durfte, in 2 als Umweltminister, 3 durfte ich dann vorstehen. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich mit so außergewöhnlichen Menschen wie Regine Hildebrand, Manfred Stolpe, aber auch Johannes Rau oder Franz Müntefering Wegstrecken gemeinsam gehen konnte. Das ist etwas, was nicht jedem vergönnt ist im Leben, und für mich war das eine wunderschöne Erfahrung, auch eine bereichernde Erfahrung und eine, von der ich noch lange zehren werde. Und wer in die 90er Jahre mal zurückgeht, keine Angst, Opa erzählt jetzt nicht vom Krieg, aber wer in die 90er Jahre noch mal zurückgeht, der weiß, dass manches damals nicht gedacht werden konnte, uns nicht in die Wiege gelegt war. Wir waren ein sehr strukturschwaches Land, Brandenburg. Wir hießen nicht umsonst lange Zeit Streusandbüchse des Heiligen Römischen Reiches. Das hat ja eine Botschaft in sich. Und inzwischen haben wir es alle gemeinsam, und das ist wirklich ein Gemeinschaftswerk von vielen Unverzagten, so wie Brandenburgerinnen und Brandenburger sind, geschafft, ein sehr gutes Fundament zu legen. Und wer uns 1990 vorhergesagt hätte, dass wir im Konzert der Bundesländer mal zu denen gehören werden, die 3-mal hintereinander als modernstes Energieland ausgezeichnet werden oder 3-mal Dynamiksieger bei der wirtschaftlichen Entwicklung werden oder gar, und das hat 90 schon gar keiner gedacht, zu den ersten Bundesländern gehören, für die die Schuldenbremse nicht nur ein Wort ist, sondern die schon seit Jahren ohne neue Schulden auskommen in ihrem Haushalt, der hätte das wahrscheinlich in das Reich der Fantasie verbannt. Heute ist es gelebte Realität in unserem Lande. Und weil Manfred Stolpe hier ist, wir hatten immer von Anfang an ein Ziel. Wir wollten es beide noch erleben, dass die Arbeitslosigkeit im Land einstellig wird. Das war zu Zeiten, wo sie bei 25% lag, auch ein hehrer Wunsch. Auch das ist inzwischen erreicht und sie liegt stabil mittlerweile unter dem 2-stelligen Bereich. Wenn ich vorhin gesagt habe, Lust und Leidenschaft, ich habe, und das ist wahrscheinlich genetisch bedingt, Politik auch immer als Politik mit dem Gesicht zu den Menschen verstanden. Ich bin gerne unter Menschen, ich bin gerne draußen. Ich habe immer Wert darauf gelegt, dass mein Auto als Büro ausgebaut wird, damit ich viel unterwegs sein kann. Die technischen Möglichkeiten geben das ja heute her.
Auf der anderen Seite, das mag ein Webfehler sein, wenn man Politik machen will. Ich habe es nie vermocht, dass mir sowas wie eine dicke Haut wuchs, sondern mir ist Politik und das, was ich dort erlebt habe, was ich aus dem Gespräch mit Menschen erlebt habe, aus Problemlagen heraus, immer auch unter die Haut gegangen. Und ich habe auch das Gefühl, das wird sich nicht mehr ändern. Ich muss allerdings dann konstatieren, gerade weil es so ist, wie ich es eben beschrieben habe, 2,5 Jahrzehnte haben dann Wirkung. Wenn der Motor immer auf Hochtouren läuft, dann macht sich manches bemerkbar. Und 2,5 Jahrzehnte, 7-Tage-Woche, das will ich an der Stelle auch mal sagen. Da bedanke ich mich ganz ausdrücklich bei meiner Familie, bei meiner Frau, meinen Kindern und guten Freunden, die das seit 1989 ausgehalten haben. Denn das muss man auch aushalten können und wollen. Und ich habe da nie in irgendwelchen Erklärungsnöten mich bewegt, sondern sie kannten mich, sie kennen mich und sie wussten, es ist so. Und ich habe Dienst, Politik und Privates nie getrennt, sondern es komplett erlebt, weil mein Amtsverständnis durch Großväter geprägt ist so, dass ein solches hohes Amt, egal ob als Minister oder als Ministerpräsident, ganz eindeutig die Hintanstellung aller anderen Dinge verlangt. Wer sowas nicht machen will, sollte es nicht antreten. Und das habe ich auch getan. Aber, meine Damen und Herren, mein Amtsverständnis und auch mein Verständnis von Pflicht und Verantwortung erfordert noch was Zweites. Nämlich, dass man sich ehrlich und nüchtern immer befragt, ob die eigenen Potenziale auch hinreichend sind, ausreichend sind, um die Anforderungen, die ein solches Amt mit sich bringt, immer tagtäglich zu erfüllen. Und da muss ich nach dem, was mir da vor 6 Wochen passiert ist, heute sagen, ich kann das auch mal verkürzen, einer der Ärzte hat das auf die Formel gebracht, Platzek, 40, 50 Stunden kannst du gut und gerne arbeiten und das auch noch 10 Jahre, weil ich wollte immer bis zum 70. Lebensjahr arbeiten und werde das auch tun. Aber 80 Stunden, vergiss es. Und das musste ich einfach realisieren und umsetzen. Und da sage ich mal ganz klar, das Amt eines Ministerpräsidenten ist in 40 oder 50 Stunden nicht zu absolvieren. Das geht schlicht nicht. Es gibt aber einen zweiten Punkt, der mich in den Debatten, und Sie können sich in etwa vorstellen, Sie leben ja alle auf dieser Welt, was in den letzten Wochen auch in Diskussionen mit Kindern, Ehefrau und anderen abgelaufen ist. Kindern kann man auch nicht mehr erzählen, die Kuh ist lila, die sind inzwischen alle schon erwachsen, teilweise selber Arzt von Beruf und da kriegt man dann auch klare Meinungen. Und vor diesem Hintergrund habe ich aber zweitens immer auch dran gedacht, dass man selber auch nicht vergessen soll, auch wenn man so viele Jahrzehnte jetzt schon dabei ist. Demokratie hat immer was mit Machtverleihung auf Zeit zu tun. Das hat die Endlichkeit in sich und das ist das Gute an der Demokratie. Und man soll auch nicht anfangen, nicht mal im Ansatz, wenn es irgendwie geht, irgendwelche Unersetzlichkeitsgedanken zu hegen. Da ist immer schon ein Fehler mit drin. Und deshalb habe ich mich entschlossen, am 28. August meinen Rücktritt dem Landtagspräsidenten zu erklären. Das ist die nächste reguläre Landtagssitzung und habe mir gewünscht und vorgeschlagen und bin sehr froh, dass der Landesvorstand der Sozialdemokratischen Partei Brandenburgs eben einstimmig dem gefolgt ist, dass Dietmar Woidke der neue Ministerpräsident des Landes Brandenburg wird. Ich habe Dietmar Woidke vorgeschlagen, weil wir uns seit 2 Jahrzehnten kennen und zusammenarbeiten, sondern das verhehle ich auch nicht, weil er ein Typ ist, wie ich glaube, dass Politiker sein sollten. Er denkt erst und redet dann. Er steht mit beiden Füßen fest auf dem märkischen Boden. Ihm muss man Menschennähe nicht erklären. Er ist ein Mensch, der die Nähe sucht. Er hat sich hohe Kompetenzen, übrigens, man soll nie verkennen, auch Politik muss gelernt werden. Auch Politik ist ein Handwerk. Und das hat man nicht einfach im Blut und kann es dann, sondern ich bin sehr froh, dass Dr. Woidke gelernt hat im Landkreis, im Landtag,
Wir waren teilweise auch erbitterte Streithähne, als er Ausschussvorsitzender war und ich Minister. Dass er danach Minister für Landwirtschaft, Minister für Umwelt, Minister für Inneres gewesen ist, für kommunale Angelegenheiten und Fraktionsvorsitzender. Also das ganze Spektrum des politischen Handwerks gelernt hat. Und ich habe ihn auch als jemand kennengelernt, der immer einen guten Überblick hat. Und ich glaube, das hängt nicht nur mit der Körpergröße von 1,96 zusammen, sondern auch mit seiner Wesensart. Also von daher habe ich nach diesen vielen Jahren ein gutes Gefühl. Ich habe heute der Fraktion gesagt, es gibt inzwischen eine Tradition in Brandenburg. Die haben, wenn man von sowas schon nach zwei Ereignissen sprechen kann, Manfred Stolpe und ich, begründet. Das heißt, wer hier Ministerpräsident wird, muss 11,5 Jahre Ministerpräsident bleiben. Das passt gut, weil in 11,5 Jahren wäre die nächste Landtagswahl 2024. Und bis dahin müsste Dietmar Woidke dann, wenn er diese Tradition fortsetzen will, auch Ministerpräsident bleiben. Ich möchte mich am Schluss, und dann ist für mich auch gut, bei allen bedanken, die Weggefährten gewesen sind, unzählige. Ich habe den Weg, die Wege, ausgesprochen genossen, sonst hätte ich es auch nicht so lange gemacht. Und jetzt sind halt andere Bedingungen, es ist eine andere Notwendigkeit da und der müssen wir schlicht und ergreifend Rechnung tragen. Da sollten wir auch nicht zu viel Sums drum machen. Und deshalb hat Dietmar Woidke jetzt das Wort. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch für mich ist das heute ein sehr emotionaler Moment, wie schon in den letzten Tagen. Es ist eine Zeit der Zusammenarbeit, die auch mich geprägt hat. Aber ich denke, es ist natürlich auch eine Zeit, die dieses Land geprägt hat. Dass Matthias Platzeck über viele Jahre hinweg dieses Land zu dem gemacht hat, was es heute ist, ein erfolgreiches Land, von dem viele nicht für möglich gehalten hätten, noch Anfang der 90er Jahre, dass es dazu kommen kann. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er diese Leistung hier vollbracht hat. Ich bin ihm sehr dankbar für die gute und enge Zusammenarbeit, die wir über die Jahre hinweg hatten. Und emotional ist es auch deswegen, weil ich ihn schon sehr vermissen werde. Und wenn ich das so sage, dann ist es natürlich auch so, dass ich hier emotional für die gesamte SPD des Landes Brandenburg spreche, wenn ich das sage. Ich stelle mich der für mich sehr großen Herausforderung, das Amt des Ministerpräsidenten, aber auch des Landesvorsitzenden der SPD Brandenburgs zu übernehmen. Ich werde mit aller Kraft an dieser Aufgabe arbeiten. Ich denke, wir sind in den wesentlichen Dingen sehr, sehr gut aufgestellt, sowohl innerhalb der Landesregierung, innerhalb der Koalitionsfraktionen, aber auch innerhalb der Brandenburger SPD, um auch den kommenden Herausforderungen, nächste Herausforderung in wenigen Wochen ist die Bundestagswahl, danach folgen Wahlen fast im Monatstakt, Kommunalwahl und Europawahl im Frühjahr, dann im nächsten Herbst schon wieder die Landtagswahl, um diesen Herausforderungen dann entsprechend begegnen zu können. Ich werde Ralf Holzschuher als Innenminister des Landes Brandenburg berufen. Er wird dieses Amt dann nach meiner Wahl zum Ministerpräsidenten übernehmen. Ich habe der Fraktion vorgeschlagen, dass Klaus Ness die Führung der SPD-Landtagsfraktion dann übernimmt und das Amt der, in dem Falle das erste Mal eine Frau, Generalsekretärin der SPD des Landes Brandenburg, wird Clara Geiwitz übernehmen. Auch das ist heute hier schon im erweiterten Landesvorstand vorbesprochen worden. Ich werde mit aller Kraft für die Menschen in Brandenburg,
für dieses Land arbeiten. Ich werde mich dieser für mich sehr großen Herausforderung, der größten Herausforderung meines bisherigen Lebens, mit voller Hingabe stellen. Und ich glaube auch, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren als SPD auch den kommenden Herausforderungen, sprich den Wahlkämpfen, gut bestehen können. Die Grundentscheidungen sind dafür heute getroffen worden. Und ich denke, wir werden damit auch in den kommenden Jahren gut fahren. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir noch knapp 10 Minuten Zeit, kurz Fragen von Ihnen zu beantworten. Ich habe die erste Frage von Herrn Flemming, dann Frau Hilpert, dann Herr Sauerbier. Schön, dass wir darüber reden, ja. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe einen Lebensplan immer gehabt und der hieß bis zum 70. Lebensjahr irgendeiner vernünftigen Arbeit, der ist schon ganz alt, der Plan, nachzugehen und habe ja auch die Erlaubnis, 40, 50 Stunden die Woche zu arbeiten und das ist ja keine ganz kurze Zeit. Ich nehme mein Direktmandat sehr ernst und werde das weiter wahrnehmen. Das ist mit den Freunden in der Uckermark auch so besprochen. Und freue mich auch drauf. Ich bin zum ersten Mal in meinem politischen Leben ich war ja in der letzten und ersten frei gewählten Volkskammer. Da durfte ich mal legislativ arbeiten, seitdem nur exekutiv, seit 1990. Und nun kommt mal wieder eine legislative Phase. Das finde ich auch ganz spannend. Was den Aufsichtsrat Flughafen betrifft, werde ich selbstverständlich die nächste Aufsichtsratssitzung vorbereiten und leiten. Die ist am Mitte August, 16. glaube ich. Und ich habe mit Klaus Wowereit heute besprochen, dass wir dann mit den Kollegen im Bund natürlich sehr intensiv diskutieren werden, wie wir da generell die Arbeit, die nächste Aufsichtsratssitzung ist dann im Oktober, fortsetzen werden. Wir haben ja inzwischen ein Stück Ruhe in dem gesamten Geschehen, aber es muss natürlich geklärt werden. Der Dr. Woidke, Dietmar Woidke, hat ganz klar gesagt, dass er in den Aufsichtsrat nicht gehen wird. Und deshalb werden wir Lösungen gemeinsam erarbeiten und finden. Und das wird in den nächsten Wochen stattfinden. Da drängt ja, wie gesagt, nicht so sehr. Ich will nur, weil die Frage vorhin im anderen Zusammenhang schon kam, sagen, unberührt davon ist, dass natürlich jeder Ministerpräsident in Brandenburg, auch der Neue, den Auftrag des Landtages hat, die beiden Dinge, Nachtflugverbot und Lärmschutz, zu behandeln und durchzusetzen. Und das wird Dietmar Woidke dann mit aller Vehemenz als der neue Ministerpräsident selbstverständlich auch tun. Vielleicht sogar ein Stück freier, weil er auf der anderen Seite nicht im Aufsichtsrat ist. Frau Hilpert. Wenn man es mal ganz ehrlich sagt, ich habe mich mit den Flughafendingen in den letzten Monaten und Jahren relativ wenig beschäftigt. Ich war wenig nah dran und ich glaube nicht, dass es in der derzeitigen Situation geboten wäre, dass jemand reinkommt, der eine gewisse Einarbeitungszeit mit Sicherheit bräuchte. Des Weiteren bin ich der Meinung, dass wir da uns darauf verständigen sollten, da werden in den nächsten Wochen die Gespräche laufen, noch mehr Fachverstand als heute in den Aufsichtsrat zu bringen und dann dieses gemeinsame wichtigste Infrastrukturprojekt für die Region Berlin-Brandenburg zu einem möglichst baldigen Erfolg zu bringen. Wie soll es denn da machen? Ich habe gesagt, wir werden uns in den nächsten Wochen darüber Gedanken machen, wer es macht. Und sobald wir eine Lösung haben, werden wir Ihnen diese auch erzählen. Frau Hilpert, ich finde, bei aller Liebe, wir haben nun in den wenigen Stunden, seitdem der ganze Vorgang überhaupt behandelt wird, in der kurzen Zeit schon allerhand Personalentscheidungen gemeinsam getroffen. Das war alles schwierig zu organisieren. Viele Menschen waren im Urlaub, die mussten hergeholt werden. Dietmar Woidke musste selber vom Kreuzfahrtschiff runtergeholt werden und vieles andere. Ja, ich habe ihm, als ich ihn angerufen habe, auch gesagt, das ist eine gute Übung als Ministerpräsident. Urlaub abbrechen muss man üben. Das ist öfter mal das Erfordernis und er hat das erfolgreich bewältigt, diese erste Prüfung. Ist ja familiär auch nicht immer ganz einfach. Also ich finde, dafür haben wir schon eine ganze Menge Entscheidungen gemeinsam vorbereitet und getroffen und die anderen werden in den nächsten Tagen und Wochen dann erfolgen.
Dann habe ich ein Sauerbier. Ja, Herr Platzek, hat bei Ihrer Entscheidung, die ja doch sehr gravierend ist, eine Lebensentscheidung, auch eine Rolle gespielt? Vielleicht, wenn Sie in die Geschichte Ihrer Familie schauen, in Ihre eigene Krankengeschichte, gibt es da eine gewisse Vorbelastung, die für Sie ein Warnzeichen war, die Sie jetzt auch zu dem Entschluss hat kommen lassen? Also ich habe mir beibringen lassen, dass, das merken wir ja bei allen medizinischen Entwicklungen, genetische Voraussetzungen eine zunehmende Rolle spielen und Familiengeschichten deshalb deutlich ausgewertet werden. Meine Familiengeschichte ist da eindeutig, das stimmt. Und die ist da nicht gut für den Fall, weil es Schlaganfälle gegeben hat. Und das hat natürlich auch am Ende alles mit einer Rolle gespielt, völlig klar. Das kommt ja alles mit in den Pott, aus dem dann die Entscheidung entsteht. Gut. Wie lange haben Sie mit sich gerungen? Mit welchen nahestehenden Menschen haben Sie gesprochen, bis die Entscheidung gefallen ist? Also ich habe die ganzen letzten 6 Wochen mit mir gerungen. Ich verhehle ja auch nicht, auch heute Abend. Ich bin ja an sich ein sehr beherrschter Mensch, aber ich verhehle nicht, dass mir das alles sehr schwer fällt. Denn wenn ich vorhin gesagt habe, Politik aus Lust und Leidenschaft, dann ist das mein Leben auch gewesen. Ich hatte schon zu DDR-Zeiten Lust darauf, Politik zu machen. Das ging durch die Bedingungen nicht. Und später konnte ich das verwirklichen. Ich habe vorhin gesagt, ich bin dankbar. Ich habe die letzten 6 Wochen sehr intensiv mit mir gerungen. Manche Dinge muss man auch mit sich alleine ausmachen. Ich habe viele Gespräche mit meiner Frau, mit meinen Kindern und engen Freunden geführt. Ich habe auch Dietmar Woidke mit meinen Auf und Abs, und es waren Auf und Abs, er musste das auch mit aushalten. Und das war auch gut so, weil das ist schon, wie Sie gesagt haben, eine Lebensentscheidung. Und das ist nicht so einfach aus lockerem Handgelenk zu treffen. Dann habe ich hier vorne einen Kollegen, wenn sich kurz ist. Spitzenämtern haben ja nicht die Kraft. Die schaffen es nicht, nach einer so langen Zeit oder auch nur halb so langen Zeit, wie Sie in leitenden Funktionen waren, loszulassen. Was gibt Ihnen die Kraft, zu sagen, Politik ist doch nicht das Wichtigste im Leben, es gibt noch etwas anderes, wofür ich da bin? Wie schaffen Sie das, was die meisten aus Ihrer Zunft nicht schaffen? Herr Sauerbier, ich würde das nicht unterschreiben, dass Politik nicht mit das Wichtigste ist, weil das würde auch meinem Lebenslauf widersprechen. Ich finde, dass alles, was wir hier gemeinsam machen durften, und ich bin ein gelernter Teamspieler, ich komme aus dem Fußball, finde ich eine unheimlich schöne Erfahrung. Aber was mir hilft, ist, dass ich einfach gut eingebettet bin. Ich lebe bis heute in demselben Haus, in dem ich schon zu DDR-Zeiten gelebt habe, mit denselben Nachbarn und Mitbewohnern. Ich habe denselben Freundeskreis, der sich natürlich angereichert hat, aber es sind noch viele von denen, die damals waren, die mit viel Geduld die 23 Jahre begleitet haben. Ich habe eine wunderbare Frau und Familie, und das ist etwas, was trägt und hilft und am Ende so eine Entscheidung auch möglich macht. Jetzt hätte ich den Kollegen von der Zeit hier vorne, wenn Sie kurz auf das Knöpfchen vor Ihnen drücken würden, dann können die... Herr Platzek, in gut oder in knapp 2 Monaten sind ja Bundestagswahlen, und der Wahlkampf für die SPD läuft bisher ja nicht gnadenlos rund, sagen wir mal so. Jetzt tritt dann noch ein Ministerpräsident zurück und, wenn ich das so sagen darf, ein Sympathieträger der Sozialdemokratie. Gab es bei Ihnen eine Überlegung, die Bundestagswahl abzuwarten? Gab es auch Gespräche mit der Parteispitze, wo solche Überlegungen an Sie herangetragen wurden? Oder wie hat man in der Parteispitze im Bund reagiert? Natürlich gab es Gespräche mit der Parteispitze. Sie wissen, dass ich Frank-Walter Steinmeier engstens freundschaftlich verbunden bin und dass er auch einbezogen war. Ich habe mit Sigmar Gabriel geredet und anderen. Es ist ein solches Ansehen an mich nicht herangetragen worden. Und ich sage auch an der Stelle ganz klar, wenn man über sowas nachdenkt, dann muss man natürlich im Gesamtkontext nachdenken. Und ich habe mich Zeit meines politischen Lebens immer bemüht, um, soweit das im politischen Raum geht, da ist immer mal was auch nicht so möglich, wie Helmut Schmidt gesagt hat, man soll nie die Unwahrheit sagen, man muss aber nicht alles sagen, was man weiß. Das sind alles solche Zwischenfälle oder Zwischenzustände. Aber ich habe mich immer um Wahrhaftigkeit bemüht. Und deshalb war es überhaupt keine Frage, dass, wenn ich nicht weitermache, dass ich es dann an meinem ersten Arbeitstag nach dem Urlaub sage. Weil ich glaube, es wäre ein Tort, den ich auch unseren Kandidaten antun würde, wenn ich, und auch dem Selbstverständnis, was ich für uns Sozialdemokraten hier habe, wenn ich dann 3 Tage nach der Bundestagswahl gesagt hätte, mir ist jetzt was anderes eingefallen. Und deshalb war nur die Entscheidung entweder oder. Und sie ist so gefallen, wie sie gefallen ist. Dann Herr Hummel. Herr Platzek, ich habe eine Frage. Wie geht es Ihnen, vor allem gesundheitlich?
Also ich bin wieder ganz gut beieinander. Es gibt ein paar wenige Restanten, aber die sind, glaube ich, in den nächsten Monaten. Ich habe sehr intensiv in den 6 Wochen trainiert. Mein Linksdrall ist ein Stück weniger geworden, deutlich. Ich fühle mich wohl. Natürlich weiß ich, dass so manche Dinge da noch abzuarbeiten sind, aber da muss man auch Geduld haben. Und ich bin ja von Natur her eher ein ungeduldiger Mensch und mir wird dann immer gesagt, komm, du kannst ganz zufrieden sein und das bin ich auch. Ich habe jetzt noch 2 Fragen, einmal Herrn Balburg und einmal Herrn Büchner, die würde ich noch rannehmen und danach muss ich die Liste leider zumachen, wenn das für Sie in Ordnung ist, Herr Balburg. Inwieweit war der Koalitionspartner in die Entscheidung eingebunden? Und an die Frage, und dann die Frage vielleicht an Herrn Woidke. Wie sehen Sie die Chancen für Rot-Rot über 2014 hinaus? Sie hatten da immer eine etwas distanziertere Haltung, gerade zu der Partei der Linken und gelten als offener gegenüber der CDU als bisher. Also wir haben die Entscheidung sehr eng mit dem Koalitionspartner abgestimmt. Wir arbeiten über 4 Jahre, anders als dieser oder jener damals gedacht hat, ausgesprochen vertrauensvoll und wie Sie auch merken, relativ geräuschlos zusammen mit doch guten Ergebnissen. Und so war auch diese Entscheidung mit den Kollegen abgestimmt. Und ich glaube, Sie werden da auch von niemandem was anderes hören. Also Herr Balburg, die Koalition hat überaus erfolgreich in den letzten Jahren gearbeitet. Das ist der erste Fakt. Wir haben, denke ich, vieles erreicht, was uns auch viele von Ihnen am Beginn dieser Legislaturperiode nicht zugetraut hätten. Wir haben den Koalitionsvertrag schon heute, ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl, im Prinzip in den wichtigsten Punkten umgesetzt und Realität werden lassen für die Bürger dieses Landes. Und was dann im Jahr 2014 passiert. Wir haben im Jahr 2014 eine Landtagswahl. Wir werden keine Koalitionsaussage treffen vor der Landtagswahl, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und die Lebensälteren unter Ihnen werden sich noch daran erinnern, dass auch die Zeiten in der Großen Koalition nicht immer ganz ruhige Zeiten waren und dass man zu einzelnen Punkten unterschiedliche Meinungen haben kann. Das ist in Koalitionen ja auch keine ganz neue Weisheit. Wir gehen da offen in die Gespräche, aber ich denke, man muss schon, wenn man es unvoreingenommen sich anguckt, großen Respekt davor haben, was diese Koalition in den letzten Jahren hier für dieses Land erreicht hat. Und das ist der Maßstab, den die Bürger an uns anlegen. Und das wird auch der Maßstab für die kommenden Jahre sein. Dann als letzte Frage, Herr Büchner. Herr Woidke, Sie sagten über den BR-Aufsichtsrat mehr Fachverstand. Gilt für Sie auch die Prämisse Ihres des jetzigen Ministerpräsidenten und auch der Berliner Gesellschafter, dass die Führung im Aufsichtsrat a. politisch sein sollte und b. entweder von Brandenburg oder Berlin politisch wahrgenommen wird? Und eine Frage an den jetzigen Ministerpräsidenten. Für vergleichbare Fälle wurden dann oft so Posten wie ein Stiftungsvorsitz oder sowas gefunden. Würde Sie so etwas ganz im Prinzip reizen, eine neue Aufgabe, die weniger stressig ist, aber dennoch eine gewisse Außenwirkung mit sich bringt und Ihnen weiter Arbeit beschert? Also zum Flughafen ganz kurz. Der Ministerpräsident hat vorhin gesagt, dass er die nächste Aufsichtsratssitzung leitet. Das ist also keine Vakanz, dass wir jetzt übereilte Entscheidungen treffen müssen. Wir werden uns ganz in Ruhe auch mit den anderen Gesellschaftern darüber verständigen, wie die Konfiguration sich in den kommenden Monaten darstellen wird. Das wird eine Entscheidung sein, die muss in Ruhe vorbereitet werden. Ich habe vorhin gesagt, das ist das wichtigste Infrastrukturprojekt für die gesamte Region und wird von vielen Seiten, von der Wirtschaft und von den Bürgern des Landes wird erwartet, dass es ein Erfolg wird und daran wird alles andere gemessen. Und die Entscheidungen zu Personalien, zu Aufsichtsratsvorsitzenden, die werden dann getroffen, wenn wir soweit sind. Soweit sind wir heute noch nicht. Ja, auf Ihre Frage, Herr Büchner, also zum Ersten ist alles noch sehr frisch. Und zum Zweiten werde ich mich in den nächsten Wochen darum kümmern, was einen möglichen oder möglichst einen Erfolg bei den Bundestagswahlen angeht. Werde, ich habe es eben gesagt, mein Landtagsmandat weiter wahrnehmen und werde mich auch darum kümmern, wieder so fit zu werden, wie ich mir das vorstelle, dass es sein müsste für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und wenn das alles einigermaßen geregelt ist, dann werde ich mir
dieses und jenes auf der Welt noch angucken. Ich bin nicht der große Plantyp. Ich glaube, wenn Sie jemand sind, der irgendwas plant, dann können Sie eine Erfahrung im Leben sammeln, dass es nie so wird. Wenn Sie nichts planen, dann sind Sie schon immer auf der Gewinnerseite. Dann kommt immer irgendwas. Also von daher ist das für mich im Moment null Thema gewesen.